Schön, dass du da bist. In dem Video verrate ich dir, warum es nicht das Ziel sein sollte, dass du in den Lotussitz gehst und warum es sich auch nicht lohnt, darauf hinzuarbeiten. Wie du siehst, ist für mich der Lotussitz ganz einfach möglich. Warum ist das so? Meine Hüftgelenke sind sehr mobil. Das Hüftgelenk ist ein Kugelgelenk und gibt an sich sehr viel Bewegungsspielraum vor. Bei vielen Leuten ist aber das Hüftgelenk eingeschränkt, zu wenig mobil. Und für den Lotussitz brauchst du eine große Außenrotation im Oberschenkel. Das geht aber nur mit offenen Hüftgelenken. Wenn diese Außenrotation nicht möglich ist, kommt die Drehbewegung direkt im Knie an. Das Knie, ich blende es dir hier mal mit ein, ist ein typisches Scharniergelenk. Du kannst das Bein beugen und strecken. Was dein Knie überhaupt nicht mag, ist ein seitliches Ausweichen und eine Rotationsbewegung. Das bedeutet für den Lotussitz, wenn die Hüfte zu wenig mobil ist, kommt die Drehbewegung direkt im Knie an. Und diese Kraftauswirkung im Knie kann die Knorpelstruktur zerstören und damit gibt es ein Verletzungsrisiko im Kniegelenk. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kannst du bequem, aufgerichtet und schmerzfrei sitzen? Und genau dazu habe ich dir auch bereits ein Übungsvideo erstellt. Ich verlinke es dir mal mit. Ja, und ansonsten abonniere den Kanal, klick auf die Glocke und du wirst über weitere Videos informiert. Und hier sind die zwei Empfehlungen für dich, die du unbedingt noch anschauen solltest. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, viel Freude am Yoga und übe immer aus einem inneren Verständnis und aus Freude heraus. Vermeide Druck, vermeide Perfektionszwang. Wir sehen uns wieder auf der Matte.